Tag 2 heute oder was? Gefühlt der Tag 9. Ja. Gefunden, mein Freund, komm mal mit. Jetzt. Ja, erstmal guck mal den Weg, Bruder. Durch mein Gesicht. Guck mal den Weg, guck mal. Ja, perfekt. Ja. Guck mal. Ja. Oh, wo haben sie den denn gefunden? Kleine Yacht haben wir auch gefunden. Das ist hier unsere kleine Yacht, mein Kollege. Wunderschön. Ja. Wow. Schön. Zeigst du mir jetzt, wo du hingekotet hast? Geil. Wie lange seid ihr heute schon hier? 11:30. Was habt ihr bis jetzt schon gemacht? Eigentlich nur Eierschokolade, ein bisschen Bier getrunken. Achso, nein, dann komme ich ja gerade richtig. Ja. Steg haben wir frei gemacht. Den Weg hier habt ihr? Den Weg. Da die Gehwege haben wir gefunden, dass da welche sind. Herr Uffi, ich bin nicht geschminkt. Hier steht eigentlich die Lösung für alle Probleme, aber der Schlüssel ist leider abgebrochen und steckt. Bessere Arbeiten, oder? Ja. Ich muss mal arbeiten hier. Hat die hier so schön ins Wasser reingeworfen, Gras? Und sagt der andere, bist du denn verrückt? Was willst du denn so lange Kraft ins Wasser? Hey, warum ist das so? Die Fische können sich daran erhängen. Sie sind hier zum Helfen, oder wie? Ja, ja. Wollen wir noch atmen, heute? Hm. Ja, Kinder, wir Bock, Mann. Wir können noch kurz raus und noch eine Bahn, oder? Ja, immer? Jo. Eine Stunde später. Nach 2 Tagen kommt der Gärtner oder wie? Es ist spät wie immer, wa? Ja, man bezahlt halt schlecht, ne? Das stimmt. Dementsprechend auch die Leistung. Ich frage mich, wer von euch drei die meisten PS hat? Der auf jeden Fall. Der Bruder. Der Bruder auf jeden Fall. Wollen wir den hinter diesen Zaun da stellen? Ich bin Gastronom, ich mach den Braten. Ich mach den da drinnen weiter. Mach weiter, Junge. Da ist ja unser Trainer von der Proppen, wa? Nee. Süß. Ja? Einfach übelst im Paradies und du kannst hier nicht baden, oder was? Ja, oh, du weißt nie, was Dings. Du weißt nie, was am Grund. Ja. Du weißt nie, was am Grund schlummert, Digga. Ich sag mal, für Marienkäfer ist das hier gefährlich, ja. Wenn da ein Barsch kommt, dann ist Feierabend. Boah, da hat mich was berührt, der Fußball. Heute ist Freitagabend. Gut geschafft. Alter, wenn was ist denn los? Bist du müde oder was? Ich dich nicht an. Was ist das hier, deine Hütte oder was? Das ist meine Hundehütte hier. Stark, Jungs. Hey, da muss er arbeiten hier, Kameramann. Ich glaube, ich habe jetzt den Recht zu behaupten, dass ich einen Betreuerschein kriege. Das ist der Betreuer, ja. Ich bin ab heute ein Betreuer, ich hab heute Sachen durchmachen müssen. Einen Moment. Aber guck mal, wenn ich sehe, was Phil da macht, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Betreuer. Deswegen ja, aber ist alles gut. Ich power die Jungs erstmal aus, damit wir uns später ans Feuer setzen und ich den Tag auswerte mit denen. Ja. Alles gut, das ist kein Problem. Ich akzeptiere. Akzeptiere meine Freunde. Wir haben jetzt einen neuen Pflegefall bekommen. Ey, yo, warte mal kurz, ich muss mal jetzt so. Und unser Fleischermeister? Das ist eine tote Mücke. Ja. Haben wir gedacht, er hat Geburtstag am Samstag. Was können wir ihm schenken? Materielles scheißen wir ja drauf. Haben wir gesagt, machen wir mal so eine kleine Freude, ja? Ist auch für uns gut. Alle wieder zusammen, alle arbeiten miteinander, tun was. Morgen ist der Geburtstag, wann wurde die gestartet? Gestern. Gestern. Und wann war die geplant worden? Vorgestern. Also die Geburtstagsgruppe stand ja schon eine Weile. Ja. Aber ich glaube, gestern haben wir noch überlegt, was wir machen können. Und ihr wart eigentlich schon hier und habt angefangen. Und meintet, ey, eigentlich wollen wir hier feiern. Und waren sauer, warum keiner hier ist. Und heute, Freitag, hat die Hälfte neue gefragt, feiern wir heute oder morgen? Digga, was soll ich sagen? Digga. Es muss eine Menge geschnitten werden. Wir können nicht alles auf YouTube verwenden. Nicht. So machen Sie ihn da. Für Schweinereien. Ich probiere die Couch rauszuholen. Soll ich helfen? Ja. Oh, komm. Warte, ich support dich mal. Geht schon wieder los hier, Alter. Pass auf. Mal lang kommt von an, gelaufen.
vom Bus hergelaufen. Dreiviertel Stunde hat er gebraucht. Dann kommt er hier an. Oh, ist das eine scheiß Arbeit, Junge. Hier, unser kleiner Pyromane hier aus Usbekistan. Oh, guck mal, der Prinz, der futtert schon. Na klar. Jetzt eine verbrannte Wurststamm zum Feierabend hin. Jo. Das sehe ich nicht mehr, Freunde. Also wenn ich den sage, dass ich den machen möchte, mache ich das. Also an dieser 43, 45. Ist clean und hat eine Scheidung hinter sich. So. Ne?